Hey, hey und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück im verschneiten Norden, im verschneiten Skandinavien. Wir sehen hier die norwegischen Berge. Und ja, wir sehen hier, dass Dänemark im Krieg ist gegen eine Revolte. Und zwar ist da Teil dieser Revolte Münster. Hier unten diese drei polnischen Gebiete. Und das war's auch schon. Und alle anderen sind treu ergeben dem dänischen König und marschieren jetzt gen Süden. Das könnte doch unsere Chance sein, liebe Freunde. Wir haben fast alle unsere Krieger zur Verfügung. Und deswegen werden wir jetzt den großen Schritt wagen und... Wir können Dänemark nicht angreifen, weil wir nicht Angriffspakt haben. Was ist das? Ah, den hatten wir gemacht, weil wir uns um Westergautland kümmern wollten, ne? Er muss im Frieden sein, damit wir den... Jetzt habe ich so groß angekündigt, dass wir endlich wieder Krieg gegen Dänemark führen und dann wird das gar nichts. Ach, wie ärgerlich. Möglichkeit 2 wäre natürlich, wir schließen ein Bündnis und greifen Schweden an. Brauchen ja auch hier oben immer noch Härjedal und Jämtland. Lass uns das mal kurz anschauen. Jarltum von Jämtland. Ach so, wir bräuchten sogar beide, ja. Verstehe. Wie ist es denn mit den Schweden? Die sind gerade im Krieg gegen Barits Streitmacht. Und der König von Westergautland unterstützt sie. Und sie verteidigen gegen Frerik von Halland. Da sind auch beide dabei. Tja. Was machen wir denn da mal? Sollten wir vielleicht doch Westergautland den Krieg erklären? Oder Schweden. Sind ja hier immer noch katholisch. Ja. Und Westergautland auch, ne? Wenn ich das hier so sehe, sehe ich schon so eine Mönchsfrisur. Ja, katholisch. Ja, das erinnert mich daran, dass wir dringend mal über die Christianisierung nochmal sprechen müssen. Im Mittelalter. Ja, ich weiß nicht, sollen wir das wagen? Krieg erklären. Was würden wir denn erobern wollen? Raumariki. Ach so, wobei wir ja auch die anderen hier. Vielleicht erstmal eher Island. Ostisland. Und Lübeck würde sich anschließen. Aha. Der Rat stimmt zu. Tja, riskieren wir das, liebe Freunde? Ich denke, wir tun es. Wir tun es. Und wir rufen unsere Vasallen dazu, natürlich. Und wir heben alle unsere Krieger aus, natürlich. Und... Wollen wir auch schon direkt eine Stammesarmee rekrutieren? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Sammeln mal Truppen hier in der Heidmark. Ja, das mit der Stammesarmee, da will ich erstmal abwarten. So, die unterstützen uns. Fehlschlag. Maru weigert sich, den Köder zu schlucken und einen Fluchtversuch zu unternehmen. Zumindest verdächtig
Zumindest verdächtigt mich niemand, eine Rolle in dieser Angelegenheit zu spielen. Wir müssen es also noch einmal versuchen. Sor Malisi, mein Mitverschwörer, berichtet mir, dass ein Mann nun im Inneren des Kerkers ist. Ja, das kennen wir schon. Wir stimmen dem erneut zu. So, König Eskild von Westergautland hat Ufaik von Raumariki in den Krieg gerufen. Das ist klar, der soll seine eigenen Ländereien da verteidigen. Hier ist er auch schon. Wie mir scheint. Und unsere Krieger kommen langsam zusammen. Bisher sind also tatsächlich nur König Eskild und Ufaik, die läuternde Flamme, hier an diesem Krieg beteiligt. Und schon wieder Fehlschlag. Der Typ will einfach nicht aus dem Gefängnis fliehen. Ja, und jetzt fängt er natürlich an, die ganzen Leute reinzurufen. Das habe ich schon befürchtet. Ihr seht es hier. Snorri von Dahl. Theoderik von Lübeck. Ketil von Ross. Und Ostisland. Wie sieht es denn hier oben aus? Warum hat der Kollege denn noch keine Truppen ausgehoben? Aha, da sind auch nochmal welche unterwegs. Vielleicht sollten wir tatsächlich ein paar Schiffe mal zusammentrommeln. Damit wir da rüberfahren können. Und dann werden wir diese Krieger erstmal hier behalten und die damit hinnehmen. Hier bilden wir eine Armee und beauftragen unseren Sohn mit dem Kommando darüber. Und mit der versuchen wir erstmal gut Brandstahl zu schützen. Da ziehen sie sich auch direkt zurück. Das ist gut. Es kommt aber zur Schlacht und mit der Hilfe unserer Verbündeten aus der Heidmark gelingt es uns. So, jetzt will Toste noch einen Fluchtversuch organisieren. Das machen wir mal. So, hier haben wir gesiegt. Wir stoßen mal nach Raumariki vor. Okay. So. Und die Truppen sammeln wir allesamt. Und sich nicht. Da kann, glaube ich, Raffen selber mal das Kommando übernehmen. Und Kolbjörn war hier in der Mitte. Wen haben wir denn eigentlich noch so als Befehlshaber, liebe Leute? Gar nicht so viele. Das sind tatsächlich nur die vier, ne? Hm. Tja. Egal, wir versuchen das trotzdem so. Wir schiffen die allesamt ein und fahren mit denen. Hier hoch. Wir unterstützen diese Offensive von Hastein. Genau, und dann müssen wir als nächstes hier unten mal ein bisschen die Inseln besetzen oder so. Ich denke, das sollte klappen. Und schon wieder Fehlschlag. Der will einfach nicht aus diesem Gefängnis fliehen. Wisst ihr mal, was wir jetzt machen? Wir werden ihn mal nicht foltern, sondern ins Verlies werfen. Genau. In ein finsteres Loch. Vielleicht stirbt er da ja dann von alleine. Okay, Belagerung schreitet hier voran. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Glücklich ist ja für uns, dass sie hier auch noch im Krieg sind. Und mit denen da auch. Und nicht so richtig was entgegenzusetzen haben. Denn die besetzen hier einfach lustig die ganzen Gebiete. Das wird auch jetzt belagert aus der Gautland. So, wir stimmen weiter diesen Plänen dazu. Kommen noch weitere Truppen. Und wir sind hier oben angekommen und landen direkt mal in Westergautland, unterstützen unsere Verbündeten, oder? Na, ich glaube, wir ziehen erstmal hier gegen Seemunde. Okay. Jetzt unterstützt uns auch unsere Frau. Wir gehen mal direkt rüber, dann verhindern wir, dass wir sie die Provinz einnehmen. Wir müssen aber schnell wieder hier rüber gucken, nicht, dass wir da was verpassen.
Hier ist die libysche Flotte jetzt. So, und das funktioniert alles nicht. Der will einfach nicht fliehen überhaupt. Und, okay, jetzt ist hier was Interessantes. Jarchundit, Gattin von Großhäuptling Tylmache von Mochkavar, hat ein paar Tage in Halogaland verbracht. Es war sehr angenehm. Vielleicht sind unsere Völker doch nicht so verschieden. Wo ist denn bitte Mochkavar? Kann mir das mal einer erklären? Und ich sehe gerade, die Magyaren haben sich hier wieder stabilisiert. Uiuiui. Die beherrschen doch ein sehr großes Gebiet mittlerweile. Mochkavar, kann man nicht Provinzen suchen? Da, Region suchen. Mochkavar. Da ist Mochkavar. Ist das Moskau? Könnte Moskau sein, ne? Wahrscheinlich. Ja, das wird's wohl sein. Okay, also, der Großhäuptling von Moskau, mit dem könnten wir nicht Angriffspakt schließen. Was ist er denn eigentlich? Er ist samisch, das ist ja auch mal interessant. Wir schlagen ihm mal einen Pakt vor. Sieg in Raumariki. Und, ja, er möchte den Pakt. Dann schließen wir den Pakt, wenn er das auch möchte. Wir müssen jetzt hier noch die Abtei Bergenheim belagern. Das dürfte aber auch kein Problem sein. Schauen wir nochmal schnell hier hoch. Da läuft der Kampf gerade. Natürlich siegreich und wir gehen wieder hier rüber. Gucken, dass wir vielleicht die Inseln als nächstes belagern oder das hier. Ich bin nicht ganz sicher. Und er kam bei der Flucht aus dem Gefängnis ums Leben, nachdem wir ihn irgendwie 6-mal versucht haben, zur Flucht zu animieren. Okay. Damit ist diese Bedrohung beseitigt. Und wir gewinnen hier gegen Kettilmund. Oh, und jetzt kommt hier eine Armee rein und marschiert. Sigurd von Westergautland. Ah, jetzt müssen wir doch mal eine Stammesarmee ausheben. Und hoffen, dass sie noch schnell genug da unten ankommt. Das könnte ein bisschen zum Problem werden. Wir haben einen Geländevorteil. Vielleicht hält das dadurch ein bisschen länger. Oh, 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 das sieht schlecht aus. Das sieht tatsächlich schlecht aus. Wir sammeln uns mal in der Heidmark. Ah. Und jetzt verfolgt er uns mit 3000 Mann. Will das da wieder befreien. Das ist aber erstmal nicht so schlimm. Der Schwedenkönig ist ja noch nicht mit im Krieg, ne? Nee. Wir werden jetzt hier oben mal den Sturm befehlen. Siegreich. Damit wir die Krieger nämlich wieder ganz schnell zurückholen können. Zur Unterstützung. Und dann werden wir erstmal die gegnerische Hauptarmee beseitigen. Und uns dann vielleicht um die Besitztümer hier drüben kümmern und die Inseln. So, bitte versammelt euch hier wieder. Niederlage in Raumariki, das war ja zu erwarten gewesen. Okay. Erfolgreicher Kreuzzug. Gott hat Prinz Faruad von Aquitanien den Sieg im Kreuzzug um Aquitanien gegen Badash Abdul Hakam den Dritten gewährt. Das ist ja interessant. Oh ja, die haben hier doch ein bisschen was erobert. Spannend. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, gut, so, vereinigen wir unsere Truppen und dann müssen wir das nochmal kurz umsortieren. Ich finde immer, das Zentrum sollte die
stärkste Macht sein. 900 auf beiden Seiten. Das sieht gut aus. Und unser Sohn soll mal hier das Kommando übernehmen. Aber vielleicht lieber über einen Flügel. Damit wir das starke Zentrum hier haben. Alles klar, die Schiffe schicken wir erstmal wieder zurück. Und dann gehen wir mit den 5000 Mann dem Feind jetzt hier entgegen. Die Schweden wehren hier gerade ihre Angriffe ab. Da müssen wir auch mal ein Auge drauf halten. Nicht, dass die uns plötzlich in die Seite fallen. Vielleicht kriegen wir ja noch genug Prestige zusammen für eine zweite Stammesarmee. So, die Verteidiger haben natürlich Geländevorteil, aber ich denke, wir sind zahlenmäßig dermaßen überlegen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Wird einfach überrannt. So, unsere Verbündeten halten hier den Feind weiter auf, ausgezeichnet. Wir geben direkt mal den Befehl zum Sturmangriff. Wir haben 6000 Mann jetzt hier versammelt mit unseren Verbündeten zusammen. Es kommt tatsächlich nochmal zur Schlacht gegen 300. Ja, die wurden, glaube ich, jetzt von den Inseln rübergeschickt. Kann das sein? Könnte sein. Arnfast von Westisland belagert hier die Inseln. Das finde ich ja auch mal gelungen. Und oh, jetzt sehe ich hier etwas. Ich habe mich schon gewundert, wo die Armee hin ist. Hochmeister Ingolf. Das ist wahrscheinlich eine angeworbene Armee, würde ich mal sagen. Steht da und besetzt die Zielprovinz. Oder befreit sie, oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich glaube, wir werden erstmal hier die Kernprovinzen besetzen. Das sollte doch eigentlich schon reichen, oder? So, hier waren wir siegreich. Wir fangen Sigurd mal ab. Nein, das geht nicht. Er weicht uns aus. So, meine unverheiratete Tochter war unbesonnen. Sie verbarg ihre Schwangerschaft vor mir und jetzt ist ihr Kind geboren. Budil. Ich bestrafe sie hart und gebe das Kind weg. Das Kind ist von meinem Blut. Ich kümmere mich um beide. Teuer bezahlen, damit die Sache geheim bleibt. Nein, wir kümmern uns um beide. Kein Problem. Wir haben ja schon unzählige Kinder. Eine riesige Familie. Da kommt es dann auf den einen mehr, den wir da füttern müssen, nicht an. So. Können wir in Dahl einen Teil der nächsten Feindarmee stellen? Es sieht so aus. Die Unterstützung kommt nicht dazu, überraschenderweise. Was dazu führt, dass wir überhaupt kein Problem haben, diese Schlacht zu gewinnen. Also, wo ziehen die sich denn hin zurück? Das ist ja immer das Nervige, dass die dann sich irgendwo sammeln und dann neu irgendwelche Provinzen belagern. Stehen die hier drüben noch? Ja, 1000 Mann. Sind aber nicht mehr alle, ne? Ich glaube, es waren ein bisschen mehr. Oder sie haben einen sehr krassen Verschleiß gehabt. Haukers Meinung verschlechtert sich um 15%. Das ist nicht so gut. Können wir denn unseren Kanzler mal beauftragen, was anderes zu tun vielleicht? Staatskunst. Wenn wir wohl noch gar nicht wissen so richtig, was das ist, aber sei es drum. So, Sieg in Dahl. Jetzt, ui, 6000 Mann. Tricky, tricky. Wir müssen sie jetzt versuchen zu trennen. Wo kriegt er denn so viele Krieger jetzt her? Das verstehe ich nicht. Mit diesen einzelnen Armeen können wir es immer noch aufnehmen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, wie viel Prestige kriegen wir denn da? 6 Prestige für so eine Schlacht? Das ist ein bisschen läppig, wie ich finde.
Wir hoffen mal darauf, dass die da oben stehen bleiben. 7.000, 8.000 Mann. Holy moly. Verlobte können heiraten. Merkeles Gediminaitis kann Björk heiraten. Er ist Nachfolger im Königreich Polen. Ja, das machen wir. Okay, können wir ein Bündnis mit den Polen schließen? Geht nicht. Verteidigungspakt bilden geht auch nicht. Belagerung von Bergheim verloren. Das ist jetzt hier drüben. 70 Schiffe. Aha. Naja, wir machen hier mal weiter und hoffen darauf, bald die nächsten 500 Prestige zusammen zu haben. Sachen werden belagert, das wissen wir. Einer hat eine weitere Tochter bekommen. Tja, Tyra vielleicht. Mann, das ist doch verrückt, oder? Ihr wisst ja, was ich von diesen 10.000 Mann Armee hatte, ja? Angeworben, 900. Ja, ich gönne mir mal eben 900, nee, Quatsch, muss ja mehr gewesen sein als 900. Ich gönne mir mal eben 9.000 Söldner. Hab das Geld ja. So, sie kommen jetzt hier nach Süden. Einmal kurz Sturm befehlen. Und dann können wir noch entkommen. Nein, wahrscheinlich nicht. Das wird eine blutige Schlacht, liebe Freunde. Bitte zieht euch doch mal zurück. 9.000, das ist doch krank. Dass das überhaupt möglich ist. Zurück. Attila Borsa möchte eine Heirat arrangieren zwischen Balint Ilekvi, Befehlshaber von Borsa, und Bodil, unserer Tochter. Lass uns mal schauen, worum geht's denn hier? Attila, der Heilige von Borsa. Wo ist denn Borsa überhaupt? Nee, da, das... Hier. Aha. Ja, aber warum nicht? Wir akzeptieren das mal. So, wir haben weiteres Prestige. Das heißt, wir heben direkt nochmal eine Stammesarmee aus. Und dann müssen wir jetzt auch mal nach Söldnern gucken. Wir haben 360. Und ja gut, wir werden so oder so ins Minus kommen, ist jetzt egal. Kann man es überhaupt nicht leisten hier. Verziegeln, monatliche Kosten 9. Wie bezahlt der das denn hier, der König? Monatsbilanz minus 0. Der hat 9.000 Mann als Söldner angeworben, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt werden wir nochmal abgefangen. können wir ihm weißen Frieden anbieten? Ja, will er machen. Ja, wir machen das mal. Weißer Friede. Dankeschön. Boah. Aber natürlich,
1000 Prestige in den Wind geblasen. Für nix und wieder nix. Aber gut. Wir wurden überall angegriffen, das wissen wir alles. Oh Mann. Ich verstehe das nicht so ganz. Warum kann er sich das einfach so leisten? Oder kann er, weil er Katholik ist, die... wie heißen die? Die christlichen Orden kostenlos anwerben. Was aber schon ziemlich overpowered wäre, wie ich finde. Verlobte können heiraten. Großhäuptling Walter von Estland und Skuld, unsere Tochter. Das bestätigen wir. Haben wir ja schon, genau. Werden wir mal entsprechend Pakte aushandeln. Da willigt er ein und ein Bündnis schmieden möchten wir auch gerne. Ob er dem auch zustimmen kann. Ja, das macht er. Wie sieht es denn hier mit den Finnen aus? Wenn wir... 5 gegen 2, das geht also nicht. Ist die Frage, ob wir hier nochmal irgendwie jemanden verloben können. Fünf gegen 9, das geht also auch nicht. Nee. Ja, ein weiterer Kriegszug, der grandios gescheitert ist, liebe Freunde. ordentlich Krieger haben wir verloren. Und nichts erreicht. Aber es ist doch auch wirklich seltsam, ne? Wie kann der 9000 Söldner anwerben und keine Ausgaben dafür haben? Das verstehe ich nicht. Das will sich mir noch nicht so ganz erschließen. Damit ist auch unser Plan... Oh, hallo. Raumariki hat sich unabhängig erklärt. Litauen würde sich uns anschließen. Tja, das ist jetzt die große Frage. Können wir das machen? Also, natürlich wird Westergautland auch wieder direkt mit uns im Krieg sein, weil sie ja sowohl die Rebellion niederschlagen als auch das Gebiet behalten wollen. Was heißen würde, dass wir hier sehr schnell Truppen ausheben müssten? Könnten wir machen, um die hier runterzuschicken. Schneller als die Gegner. Und dann ist die Frage, wie viele Soldaten hat er denn gerade? 353. Es sei denn, er zaubert wieder 9000 Söldner aus dem Nichts hervor, ne? Okay, dann überlege ich mir noch mal bis zur nächsten Folge, ob wir dieses Risiko eingehen wollen. Und vielleicht können wir ja doch durch diesen günstigen Umstand doch noch an Raumariki rankommen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und hey du!